Wenn du wissen möchtest, wie du im Notfall dein Handy sperren kannst, das heißt Touch-ID oder Face-ID kurzzeitig deaktivieren kannst, dann bleib dran. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von iOSApps.de. Ich möchte heute zeigen, wie man sein iPhone kurzzeitig locken kann, sodass Face-ID und Touch-ID nicht mehr akzeptiert werden, sondern einmalig ein Passcode eingegeben werden muss. Das ist in unterschiedlichen Situationen sinnvoll. Zum einen können manche Behörden in manchen Ländern verlangen, dass du dein iPhone per Touch-ID oder Face-ID entsperrst. Sie dürfen aber nicht verlangen, dass du das mit einem Passcode tust. Und natürlich gibt es auch Möglichkeiten mit 3D-Modellen bzw. einem Fingerabdruck, den man nachbildet, theoretisch das Gerät damit zu entsperren. Das ist zwar relativ aufwendig, aber im Vergleich zu einem sicheren Passcode immer noch die kleinere Hürde im Zweifel. Also man muss nicht unbedingt super paranoid sein. Es gibt vielleicht einfach mal eine Situation, wo man diese zusätzliche Sicherheit haben möchte. Und man kann in den iPhone-Einstellungen ja auch festlegen, was passieren soll, wenn ja, zum Beispiel nach 10 Anmeldeversuchen mit dem Passcode, dass dann die Gerätedaten zum Beispiel gelöscht werden. Aber jetzt erstmal den Shortcut, der zum Glück sehr einfach ist, den man aber einfach nur kennen muss. Und zwar einen der linken Buttons, also der Lautstärke-Buttons. Kann man sich aussuchen, welchen man drückt. Man kann auch beide gleichzeitig nehmen. Und den Power-Button einfach lange gedrückt halten. Dann kommt man zu diesem Screen, wo man auch das Handy ausschalten kann, den Notfallpass anzeigen kann oder einen Notruf absetzen kann. Auch wenn man zum Beispiel keinen Mobilfunkempfang in seinem eigenen Netz hat, aber ein anderes Netz erreichbar ist. Also grundsätzlich ein guter Shortcut, das zu wissen, Seitentasten gedrückt halten. Wenn man jetzt hier aber auf Abbrechen geht oder irgendwo anders hindrückt, dann kommt man zu diesem Screen. Und da seht ihr, Face ID ist deaktiviert. Und das Gleiche wäre, wenn ich jetzt ein Handy mit Touch ID hätte, dass Touch ID dann deaktiviert ist und erst zum Aktivieren wieder der Code eingegeben werden muss. Also jetzt ist man genau in diesem Zustand des Handys, wo das Handy nicht mehr per Face ID oder Touch ID entsperrt werden kann und somit sicherer ist vor Fremdzugriffen. Schreib mal in die Kommentare, ob du diesen Trick schon kanntest und in welcher Situation du das besonders sinnvoll findest. Ich bin gespannt.